Hi zusammen, es ist soweit. Ich habe meinen Podcast endlich gestartet. Und zwar ist es ein Hörbuch-Podcast für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Diejenigen, die Schriftsteller, Schriftstellerinnen werden wollen, Autor sind, die haben die Möglichkeit, mir per E-Mail ihre Kurzgeschichten zu schicken oder ihre Geschichten zu schicken. Und ich lese Teile daraus oder ihre Kurzgeschichten in meinem Podcast vor als Hörbuch für euch. Und ich finde, das ist die perfekte Mischung für mich. Zum einen, weil ich ja anstrebe, hauptberuflich Synchronsprecherin zu werden und ich so in der Übung bleibe. Und zum anderen, dadurch, dass ich das mit euch teile, habt ihr quasi ein kostenloses Hörbuch für euch, was zur Entspannung dienen soll. Also der wird jeden Montag um 19 Uhr, heute ist die Ausnahme, weil ich den heute verkünde und veröffentliche und da rausbringe, aber normalerweise immer montags um 19 Uhr gibt es den und da könnt ihr nach einem stressigen Montag einschalten und quasi abschalten durch meinen Podcast. Einfach mal den Stress loslassen und einfach mal ja, alles loslassen und zur inneren Ruhe finden. Und dafür soll der Podcast sein. Und ich werde nicht nur jedes Mal eine Geschichte vorlesen, sondern wir unterhalten uns dann auch über ja, die Moral. Der Podcast soll immer zu einem positiven, entspannenden, schönen Gefühl führen für euch. Und vielleicht bringe ich auch mal persönliche, was heißt vielleicht, ich werde auf jeden Fall immer auch persönliche Dinge mit reinbringen. Und ich liebe Podcasts selber, weil die Information, die sickert viel intensiver in den Verstand, als wenn man auch noch sich darauf konzentriert, aufs Bild zu achten. Und es ist auch praktischer für den Zuhörer, weil es zeitsparender ist. Man kann währenddessen, keine Ahnung, arbeiten oder den Haushalt machen oder sich schminken, ohne abgelenkt zu sein und um irgendwo auf dem Bildschirm drauf zu gucken. Und ja, der Podcast heißt Die Vorleserin und ja, ich freue mich so und ich bin gespannt, wie ihr die erste Folge findet. Wie gesagt, jeden Montag um 19 Uhr und ich bedanke mich hiermit bei allen, die mir schon ihre Geschichten fleißig geschickt haben, diese tollen, talentierten Menschen. Danke, danke, danke schön. Und danke an Daniel Ernst, der Musiker, der meine Intro-Melodie zum Podcast gemacht hat, die ihr auch in diesem Video hört. Und an Maike auch, das ist die La Dolce Vegas hier auf YouTube, die hat mir nämlich sehr geholfen bei Podcast-Erstellung, hat mir Tipps gegeben. Und dafür ist dieses Video jetzt da. Falls ihr auch einen Podcast starten möchtet und ihr wisst nicht, wie ihr da vorgehen sollt, was ihr alles braucht, erkläre ich euch in diesem Video Schritt für Schritt, wie ihr zu eurem eigenen Podcast kommen könnt. Erstens, Konzeption. Stell dir folgende Fragen. Worüber möchtest du in deinem Podcast reden? Was ist das Thema, um das es sich immer dreht? Und dann kannst du auch herausfinden oder leichter einen Titel für deinen Podcast finden, der dazu passt. Dann solltest du dir auch auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wann dein Upload-Tag bzw. deine Upload-Uhrzeit ist für deinen Podcast, weil du, wenn du zum Beispiel ein sehr spannendes Thema hast oder ein düsteres, dann solltest du es vielleicht nicht unbedingt abends hochladen, sodass die Zuhörer, es kurz vorm Einschlafen hören oder dann nicht zum Einschlafen kommen. Also wäge ein bisschen ab, wann wäre die optimale Uhrzeit für deine Zuhörer und auch wann ist der optimale Tag für dich, dass du nicht in Stress gerätst bei der Aufnahmezeit und bei der Bearbeitung des Podcasts. Zweitens, Technik. Natürlich brauchst du ein gutes Mikrofon und ich habe mir fürs Erste das Blue Yeti geholt. Das habe ich mir bei Amazon gekauft, hat so um die 130 Euro gekostet. Den Link setze ich euch in die Infobox im Vintage-Design. Außerdem sollst du dir auf jeden Fall holen, weil es sehr wichtig für die Qualität ist und nicht zu unterschätzen ist, eine Popschutzmaske. Gibt es auch auf Amazon, ist auch nicht so teuer und das verhindert halt, dass bei P's oder T's der Sound so knackt oder auch poppt, wie diese komische Bezeichnung von der Popschutzmaske bereits sagt. Und außerdem, wenn euer Sound nicht so optimal in eurer Wohnung ist, in euren Räumlichkeiten ist wie bei mir, weil bei mir ist es immer sehr laut und die Geräusche von draußen sind sehr präsent und die Wohnung ist sehr hallig, habe ich mir eine Sprecherbox selbst gebastelt. Da, also meine sieht so aus, kann man ja auch vorbauen. Und da stelle ich das Mikro rein und was das gebracht hat, war, dass der Sound auf jeden Fall nicht mehr halte, nicht rauscht und auch weniger dumpfer ist. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass die Kiste groß genug ist, also lieber zu groß als zu klein. Und bei dem Schaumstoff handelt es sich um Akustikschaumstoff vom Baumarkt, habe ich persönlich bei Hornbach geholt. Und da ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr das richtige Material holt, weil ich hatte es auch zuerst mit sehr dickem, dichtem Schaumstoff probiert, sehr hartem Schaumstoff. Und das Wichtige ist aber, dass es wirklich Akustikschaumstoff ist, weil diese Lufträume innerhalb dieses Schaumstoffes,
die sind dafür maßgebend, dass der Ton da drin stecken bleibt quasi und irgendwie nicht zurückschallt und auch nicht durchdringt. Ich habe mir noch den Tipp geben lassen, die Rückseite nochmal doppelt zu bekleben. Dann habe ich den Schaumstoff zurechtgeschnitten und einfach reingeklebt. Und zwar mit diesem Kleber hier. Kriegt ihr in jedem Bastelladen. Ich glaube, ich habe den von Idee. Ich würde euch allerdings den Tipp geben, die Sprecherbox untenrum müsst ihr eigentlich, denke ich, nicht verkleiden mit Schaumstoff. Habe ich jetzt trotzdem gemacht. So eine Box macht allerdings nicht richtig schalldicht. Also wenn es in deiner Wohnung, also wenn Außengeräusche sehr laut und präsent in deiner Wohnung sind, so wie bei mir, dann lassen die sich leider nicht komplett abschirmen. Aber dann müsst ihr auf jeden Fall noch eine harte Unterlage reintun für das Mikrofon, damit es nicht wackelig steht und damit es überhaupt stehen kann. Und dafür habe ich so Hartschaumstoff genommen und das waren so Yoga-Blöcke mit einem schönen Marmordesign aus TK Maxx. Dann braucht ihr logischerweise einen Rechner und ein Sound-Editing-Programm. Da gibt es diverse, auch einige kostenlose. Und ich setze euch mal einen ausführlichen Link zur Podcast-Erstellung mit diversen Programmvorschlägen in die Infobox. Da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen. Da gibt es verschiedene Programme. Ich mache es mir fürs Erste einfach und benutze einfach Final Cut Pro, weil ich damit auch meine Videos schneide und meinen Sound direkt mit dem Mikro dann anschließen kann am Rechner und direkt ins Programm aufnehme. Dann, was ich noch nicht habe und was auch total von Vorteil wäre, wären sehr gute Headphones. Und das muss ich mir noch zulegen, weil mit guten Kopfhörern kannst du den Ton nochmal richtig prüfen, ob der auch optimal ist. Schritt 3. Podcast-Host. Ich glaube, das hier ist der komplizierteste Schritt. Und zwar möchtest du deinen Podcast natürlich irgendwo hochladen. Und dafür brauchst du einen Podcast-Host. Wenn du ein Technik-Geek bist, kannst du natürlich auf deiner eigenen Homepage das machen. Aber wenn du es dir ein bisschen einfacher machen möchtest, dann mach's über eine Fremdhosting-Seite. Da gibt's auch viele verschiedene Möglichkeiten, aber die sind meistens, also ich habe recherchiert und ich habe keinen wirklich kostenlosen, keine kostenlose Hosting-Seite gefunden. Und ich fange persönlich erstmal mit SoundCloud an. Da kann man bis 180 Minuten kostenlos erstmal hochladen. Und wenn deine Folgen dann die Länge von 180 Minuten irgendwann überschreiten, was ja dann in meinem Fall nach 4 Folgen schon so sein wird, musst du einen monatlichen Beitrag zahlen. Und das ist eigentlich auf fast allen Hosting-Seiten so. Und ich fange erstmal mit SoundCloud an, weil die Maike hat mir das empfohlen, weil sie es auch so macht. Und bei SoundCloud kannst du dann den Link nehmen und mit iTunes verknüpfen, sodass es deinen Podcast auch auf iTunes gibt. Für iTunes ist allerdings eine Apple-ID notwendig. Viele fragen sich vielleicht, die wirklich einen Podcast machen wollen, wie kommt man denn auf Spotify? Zum einen kann man sich bewerben, das will ich auch machen, nachdem ich ein paar Folgen gemacht habe. Und zum anderen gibt es eine Seite, die blende ich euch kurz ein. Wenn ihr dort Mitglied seid und da dort monatlichen Beitrag zahlt, sind eure Podcast-Folgen automatisch auf Spotify. Aber ich werde es erstmal mit einer Bewerbung versuchen. Schritt 4. Podcast-Coverbild. Dann wollen wir den Podcast natürlich schön präsentieren mit einem passenden Coverbild. Und das Cover sollte quadratisch sein. Die Maße siehst du hier eingeblendet. Und außerdem solltest du, wenn du Text verwendest, sollte der groß und lesbar sein. Denn meistens werden Podcasts ja auf Smartphones abgespielt, wo die Fläche recht klein ist. Schritt 5. Promo. Der letzte Schritt wäre natürlich, euren Podcast in die Welt hinaus zu verbreiten. Und dafür sind eure Social-Media-Seiten wichtig. Und falls ihr da noch nicht Twitter habt oder Facebook, dann registriert euch da am besten auch, damit ihr verschiedene Zielgruppen erreichen könnt. Und wo wir gerade bei dem Punkt sind, ja, meine Podcast-Folge ist jetzt online und verlinkt in der Infobox. Und ich würde mich so, 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 so freuen über eure Unterstützung und dass ihr mir Feedback gebt. Leider kann man da natürlich keine Kommentare abgeben. Aber wenn ihr mir hier auf YouTube oder auf Instagram Feedback gebt, wie ihr meinen Podcast fandet. Und natürlich bin ich totaler Neuling auf diesem Gebiet und wäre auch für eure Tipps total, total dankbar, wie ich den noch optimieren und besser machen kann. Aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich euch abends begleiten darf jeden Montag und euch ein bisschen Stress aus eurem Leben nehmen kann und ein bisschen mehr, ja, dass ihr in eurer Fantasie schwelgen könnt und ich euch in positive Gedanken bringen kann, euch näher bringen kann. Ja, und deswegen klickt ihr rein. Und wenn ihr wollt, dass ich eure Geschichte oder Teile eurer Geschichte in meinem Podcast präsentiere, mache ich das gerne. Schreibt mir dafür eine E-Mail in der Infobox. Und dadurch können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Und falls du noch Motivation für deine
deinen eigenen Lebenstraum brauchst, dann guck auf jeden Fall dieses neue Video von mir. Oder falls ihr jetzt keine Lust mehr auf YouTube habt und lieber Lust habt, irgendwas auf Netflix zu gucken, auch kein Problem. Hier ist noch ein weiteres Video von mir mit den Top Netflix-Tipps Februar 2018. Vielen Dank, dass ihr dieses Video geguckt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.